Hallo Leute, bei mir gibt es heute einen leckeren Lammeintopf mit Bohnen und Kartoffeln. Der Lammeintopf passt nicht nur zu Ostern, sondern allgemein für die kalte Jahreszeit. Ich schalte mir jetzt schon mal meinen Topf ein, denn ich brauche ordentlich Hitze. Für meinen Eintopf habe ich eine Lammkeule. Die werde ich mir noch ein klein wenig zurechtputzen. Man könnte das Fett zwar auch dran lassen, aber für meinen Geschmack ist das ein bisschen zu viel sonst. So, deswegen schneide ich es ein bisschen ab. Und ähnlich wie bei einem Gulasch schneide ich das jetzt in schöne große Stücke. Ja. Dann hat man nachher auch noch was Schönes auf dem Teller. Meine Lammkeule war jetzt übrigens ohne Knochen. Die könnt ihr, wenn ihr sie beim Metzger kauft, auch direkt entbeinen lassen. Und dann habt ihr es leichter beim Zuschneiden. So. Damit ist mein Fleisch schon mal vorbereitet. Jetzt warte ich noch, bis mein Topf heiß ist und dann geht's weiter. Mein Topf ist jetzt richtig schön heiß. Da kommt jetzt etwas Öl rein und mein Lammfleisch. Das Lammfleisch brate ich jetzt richtig kräftig an, dass es so richtig schöne Röstaromen entwickelt. Ich habe es auch noch nicht gewürzt. Denn sonst könnte es passieren, dass es Wasser zieht und das würde mir das Anbraten versauen. Deswegen erstmal so anbraten, gewürzt wird später. Dann schneide ich mir auch gleich das Gemüse. Und zwar zum einen mal Möhren. Die schneide ich mir einfach so in Stückchen. Dann brauche ich noch ein Stück Sellerie. Zusammengerechnet sind das etwa 300 Gramm Wurzelgemüse, also Sellerie, Möhren und Lauch. Und den Sellerie schneide ich mir in etwas so große Würfel wie auch die Möhren. Die kommen gleich zusammen in meine Schüssel rein. Mein Lamm ist schon mal angebraten, das rühre ich jetzt einmal kurz durch. Und lasse jetzt aber trotzdem weiter anbraten. Dann habe ich noch zwei Zwiebeln, die schneide ich mir auch in Würfel. Dann habe ich noch zwei Zehen Knoblauch, die kommen auch mit rein. Nachdem mein Fleisch jetzt richtig schön angebraten ist, kommen meine Möhren und der Sellerie dazu und auch die Zwiebeln. Und die werde ich jetzt auch noch richtig schön anbraten. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen Lauch. Den einmal der Länge nach halbieren. So. Und dann kann man ihn innen drin auch richtig gut sauber machen. Hier sieht man es, der braucht noch ein bisschen Wasser. Und den schneide ich auch nur in etwas breitere Streifen. Den Lauch stelle ich noch gerade beiseite, der kommt erst später mit dazu. So. Dann habe ich hier noch ein bisschen Thymian. Thymian und Lamm passen perfekt zusammen. Deswegen, da kommt auch ein bisschen was rein. Und dann habe ich hier noch mein kleines Rosmarinpflänzchen. Das steuert noch ein bisschen Rosmarin bei. Und den Rosmarin hacke ich gerade ein klein bisschen. Der kommt auch mit rein. Dann habe ich hier noch einen Teelöffel Tomatenmark, den gebe ich auch mit dazu. Tomatenmark grüße ich auch noch gerade mit an, denn das gibt dann so eine richtig schöne Farbe. Und noch ganz nebenbei, wenn beim Anbraten von dem Lammfleisch Feuchtigkeit austritt, dann am besten das Tomatenmark direkt mit dazugeben, denn das bindet die Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass ihr das Fleisch weiterhin richtig schön anbraten könnt. Und nachdem das Ganze jetzt richtig schön angebraten ist, kommt mein Lauch dazu. Dann auch gleich würzen mit Pfeffer und Salz. Und dann lösche ich das Ganze auch noch mit 100 ml Rotwein ab. So. Und sobald der Rotwein dann richtig schön eingekocht ist, gieße ich das Ganze mit Brühe auf. Ihr könntet dafür auch einen Lammfond nehmen, aber ich finde, das Lamm, die Lammkeule hat schon genug Lammgeschmack
Ansonsten kann es leicht zu viel werden. Also der Lammgeschmack, der ist schon sehr, sehr eigen. Und wenn ich jetzt noch mit Lammfond aufgieße, dann wird es für meinen Geschmack too much. Deswegen nehme ich eine ganz normale Rinderbrühe. Statt Rinderbrühe könnt ihr übrigens auch Gemüsefond nehmen, das geht genauso. Das Ganze lasse ich jetzt einmal aufkochen, dann drehe ich die Temperatur runter, dann kommt ein Deckel drauf und dann lasse ich es für eine Stunde lang leicht vor sich hinköcheln, dass das Lamm schon mal gar wird. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Bohnen und um die Kartoffeln. Mein Eintopf hat jetzt für eine Stunde gekocht, der ist aber noch nicht fertig. Da kommen jetzt noch Kartoffeln mit dazu. Dafür verwende ich festkochende Kartoffeln, denn die behalten ihre Form, wenn sie nachher noch weiter kochen. Den Eintopf kann man nämlich auch wunderbar aufwärmen. Und dann ist es halt gut, wenn die Kartoffeln nachher noch im Ganzen sind und nicht wie so ein Püree da drin rumschwimmen. Die Kartoffeln kommen jetzt auch direkt mit rein, denn die brauchen so ungefähr eine halbe Stunde und dann sind die am Ende auch gar. Dann habe ich ja noch meine Bohnen, die einfach oben und unten abschneiden. So, dann halbiere ich sie noch einmal, denn die sollen ja nachher noch auf den Löffel passen. Das Rezept für den Lammeintopf findet ihr übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung. Hier hinten habe ich mir schon mal einen Topf mit Wasser aufgestellt, der kocht. Da kommt jetzt noch ein bisschen Salz rein und da werde ich die Bohnen gleich drin blanchieren. So. Durch das Blanchieren behalten die ihre Farbe und sehen dann nachher in dem Eintopf auch noch richtig schön aus. Die Bohnen haben jetzt 5 Minuten gekocht, die gieße ich jetzt ab und werde sie auch gleich mit kaltem Wasser abschrecken. Dann kommen die Bohnen auch gleich zu meinem Eintopf, weil nach 5 Minuten sind die noch nicht gar. Die brauchen also noch ein bisschen. Das Ganze lasse ich jetzt noch ungefähr 10 Minuten kochen, bis die Kartoffeln weich sind und die Bohnen dann auch vollständig gar. Und dann muss ich eigentlich nur noch abbinden. Zum Abbinden verwende ich einfach ein bisschen Speisestärke und die rühre ich jetzt gleich in den kochenden Eintopf. Und dann geht es auch schon ans Anrichten. So. Jetzt noch probieren. Also das Fleisch kann man wunderbar mit der Gabel zerdrücken. Also das Lammfleisch mit den Bohnen und dem Gemüse, das ist eine richtig schöne Einheit, ein richtig leckerer Geschmack. Gerade jetzt zu Ostern oder auch sonst in der kalten Jahreszeit schmeckt das echt hervorragend. In diesem Sinne, wir sind am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen!